In der Nacht zum Mittwoch gegen 3.15 Uhr kam es in Bad Berleburg-Schüller am Torresweg zu einem Brand in einer Scheune. Als die diesbezügliche alarmierte Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Berleburg am Einsatzort eintraf, brannte die an das Wohnhaus angebaute Scheune mit Stall bereits lichterloh. Dank der Löscharbeiten der Feuerwehr Bad Berleburg konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Das unter dem Scheunengebäude in dem Stall untergebrachte Vieh war nach Ausbruch des Feuers vorsorglich freigelassen worden. Durch das Feuer kamen so weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Gegen 6.20 Uhr hatte die Feuerwehr ihre Löscharbeiten soweit beendet und konnte mit einem Großteil der eingesetzten Feuerwehrkräfte wieder abrücken. Vor Ort verblieb allerdings ein Löschzug mit noch rund 30 Feuerwehrleuten für eventuelle Nachlöscharbeiten. Parallel dazu konnte die anlässlich der Einsatzmaßnahmen zeitweilig gesperrte B480 ebenfalls in den frühen Morgenstunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Kurze Zeit später waren alle anlässlich des Feuers entlaufenen bzw. freigelassenen Rinder wieder eingefangen. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt jetzt zur Brandursache. In diese Ermittlung wurde ein unabhängiger Brandsachverständiger einbezogen. Der durch den Brand entstandene Schaden dürfte sich nach Bewertung der Polizei im sechsstelligen Eurobereich bewegen.